Wer sich auf GameStar.de durch unsere Artikel und Videos zu Dark Souls 3 klickt, dem wird auffallen, dass wir einerseits in manchen Überschriften schreiben, das Spiel ist das schwerste und auf der anderen Seite schreiben, es ist doch das leichteste Dark Souls. Es ist also eine Frage, die auch uns hier intern beschäftigt und auch unsere Community. Und darüber wollen wir heute sprechen. Wie ist das denn jetzt mit diesem Schwierigkeitsgrad in Dark Souls 3? Und dazu habe ich den Tester und meine lieben Kollegen Dimitri Hallaid da. Grüß dich. Ja, unter deinem Test oder über deinem Test stand natürlich die provokante Überschrift, das leichteste Dark Souls. Ja. Dann hatten wir vorher mal so ein Vorschauvideo gemacht, wo dann die Überschrift drüber stand, das schwerste Dark Souls. Was ist es denn jetzt? Kannst du denn als erfahrener Souls-Spieler überhaupt den Schwierigkeitsgrad von so einem Spiel universal gültig überhaupt noch erkennen? Das ist halt die Sache mit dem Schwierigkeitsgrad. Natürlich gibt es nicht diesen einen objektiven Schwierigkeitsgrad. Es hängt immer davon ab, was der Spieler halt kann, was er nicht kann. Und deshalb habe ich aber den Test auch bewusst aus der Ich-Perspektive geschrieben und versucht, das abzufedern, indem ich sage, okay, hier ist mein Profil, das bin ich, das bringe ich mit an Erfahrung. Und so schwer bzw. leicht ist es mir gefallen. Das ist eine Einschätzungsfrage, das stellt sich als Problem überall, ist aber bei einem Dark Souls natürlich noch viel, viel wichtiger, weil dieses Spiel so sehr über seinen Schwierigkeitsgrad definiert wird. Mhm. Und ich sag mal, was man dann halt versuchen kann als Tester, ist, sich reinzuversetzen, wie nimmt wahrscheinlich der Großteil der Community, der durchschnittliche Dark Souls-Spieler, das Spiel wahr? Wie ist jemand, der jetzt nicht so viel Erfahrung hat, der jetzt nicht im PvP ein Meister ist, wie schwer wird es dem wahrscheinlich fallen? Das ist natürlich immer nur eine Annäherung. Aber das ist eine Annäherung, die man machen muss, wenn man als Spieletester halt irgendwo eine Einschränkung machen will. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, mir fällt das aber super leicht, für mich ist das mit Abstand das Leichte, also mir ist es schon viel zu leicht. Und ein anderer kommt und sagt, das ist definitiv das schwerste Dark Souls, ich sterbe hier beim ersten Boss immer und immer wieder, dann haben natürlich beide recht. Ja. Das wird schon ein bisschen was vorweggenommen. Wir haben aus der Community ein paar Kommentare gesammelt und da merkt man auch schon, teilweise sind es, wie du schon gesagt hast, Experten, die diese Spiele rauf und runter gespielt haben, die dann natürlich schreiben, es ist ihnen zu leicht. Und dann gibt es auch wieder Leute, die dann sagen, sie sind genervt von diesem Expertentum, die dann sagen, sie wollen das nicht mehr hören. Zum Beispiel hier von Jaida oder Jada, der sagt, jetzt mal ehrlich, sollte nicht klar sein, dass das Spiel für jemanden, der die Teile davor gespielt hat, schlicht einfacher ist, da man sich mit den Mechaniken und den Fallen, die das Spiel stellt, bereits auskennt. Das ist ja nochmal dieser Punkt, den ich eingangs erwähnt habe. Also du als erfahrener Spieler hast natürlich dann eine andere Sicht drauf, als jemand, der da zum ersten Mal einsteigt. Und dann wäre noch ein Kommentar vom User Sakura Noki. Sorry, Dimitri, aber da hast du leider nicht so ganz recht, bezogen auf deine Einschätzung, dass es eher leichter ist. Alle Teile waren bisher einfach, jedoch kommt das Balancing ganz auf deine Spec, also deinen Spielstil an. Als Caster hat man es in DS3 deutlich schwerer als zum Beispiel in Teil 1. Was hier also wieder als reißerische Überschrift verbreitet, ist nun mal wieder nur für den Noob-Shield-Modus die Wahrheit. Ja, dann hätten wir den Artikel am besten offline. Nein, aber da steckt natürlich, in der Kritik steckt natürlich ein wahrer Kern drin, ne? Dass es einfach eine Problematik ist, eine Aussage, eine definitive Aussage zu treffen, ob das Spiel leicht oder schwer ist. Ich muss es halt trotzdem machen. Und wenn ich sage, es ist das leichteste Dark Souls, also ich habe ja dann extra nochmal den zweiten Teil parallel gespielt, um halt zu schauen, wie leicht fällt mir das jetzt, wie schwer fällt mir das jetzt. Und ich kann sagen, nach meiner Erfahrung, für mich ist es das leichteste Dark Souls. Und ich habe es halt versucht zu überschlagen auf diese Mehrheit der Spieler. Nichtsdestotrotz sind natürlich diese Unterschiede schon da. Wenn du das wie Bloodborne spielst, als so ein Dodge-Ausweichbild, dann ist es natürlich noch mal ein bisschen schwieriger, als wenn du einfach die Schläge blockst, weil du dann mehr Fehler zulassen kannst. Ja. Wenn du als Caster spielst, dann bist du ja im Prinzip eine Glaskanone. Und ich meine, du hast es jetzt als Caster, du spielst also, es aktuell als Caster? Ich spiele es aktuell als Caster und diese Aussage, dass man es deutlich schwerer hat als im ersten Teil, die könnte ich zum Beispiel jetzt überhaupt nicht unterschreiben. Also mein Eindruck nach 4-5 Stunden ist, nee, also ist jetzt, ich würde nicht einen großen Unterschied da feststellen können. Und das ist vermutlich halt die Schwierigkeit. Vor allem, das ist ja auch diese Kommentare, es ist gerade leicht, es ist gerade schwer. Selbst wenn man das, glaube ich, wissenschaftlich irgendwie erfassen würde und nach jeder Session würde man dann in so eine Tabelle eintragen, heute war es schwer, heute war es leicht. Und am Ende von seinem Durchspielen findet man raus, okay, die meisten Kreuze sind bei schwer, also ist das schwer. Aber das macht ja niemand. Also ist es wahrscheinlich bei ganz vielen auch einfach so eine über eine bestimmte Strecke des Spielens gefühlte Wahrheit. Also jetzt hat man gerade einen Teil, der für einen Caster scheiße ist, weil man irgendwie ständig von irgendwelchen Backstab-Gegnern getötet wird oder man hat zu wenig Mana, um da irgendwie rumschießen zu können.
Und dann schreibt man natürlich, es ist schwer, aber dann kommt, nachdem der Kommentar schon abgesetzt worden ist, wieder das Stück, in dem man halt alle wie mit so einer Fernbedienung einfach ausschalten kann. Und das ist dann wieder das nächste Ding. Worüber ich noch mit dir sprechen wollte ist, und das hattest du ja schon so ein bisschen angesprochen, dass das Spiel Dark Souls definiert sich sehr stark über seinen Schwierigkeitsgrad. Zumindest wird es halt so in der Presse, ist das immer das Ding. Das schwere Spiel, das so unbarmherzig ist. Wie ist das mit der Spielerschaft? Es gibt ja Leute, die scheinen sich komplett mehr oder weniger dadurch ihre Identität zu definieren, dass sie sagen, ich habe Dark Souls gemeistert und alle, die es nicht schafft, ihr seid viel schlechter als ich. Ja, das ist eine kuriose Sache. Also es hat einen Grund, dass diese Souls-Spiele, also ich sag mal, das sind jetzt, wenn man Tests verteilt und schaut, wer reviewt ein Spiel, dann sind die Souls-Spiele nicht unbedingt die beliebtesten, weil man weiß, egal wie man diesen Artikel schreibt, egal was man sagt, es wird diese Leute geben, sobald du das Spiel kritisierst, die automatisch dann einen Hass auf dich haben und das schon kacke finden, dass du überhaupt nur das Wort leichter oder schwerer in den Mund nimmst. Ja. Also es ist bemerkenswert, wie eng doch diese Wahrnehmung der Schwierigkeit auch da gekoppelt ist an die Persönlichkeit und an die Emotionen des Spielers. Es gibt ja, also ich finde, es gibt Spiele, die sind viel, viel schwieriger als Dark Souls. Allein der Hard Mode in Hotline Miami 2 zum Beispiel, da habe ich mich letztes Jahr so reingebissen und so dran gequält. So viele Probleme hatte ich in einem Dark Souls nie. Gerade wenn du es in einem Co-op spielst, in Bloodborne oder so, du kannst das Spiel ja schon sehr viel leichter machen. Aber Dark Souls ist eben, was du auch gesagt hast, durch die Darstellung auch in den Medien und wie es wahrgenommen wird und so, das Spiel steht einfach für seinen Schwierigkeitsgrad. Und ich kann das ja auch nachvollziehen, wenn man dieses Spiel durchgespielt hat, dann ist man da richtig stolz drauf. Dann sagt man sich, man hat was geschafft, was, ich sag mal, polemisch gesprochen, die ganzen Casuals da nicht hinkriegen. Ja. Man hat sich in so ein saubockeschweres Spiel eingearbeitet, das auf dem Level ist von so früheren NES-Spielen, hat so richtig knallhart, man stirbt die ganze Zeit, man ist 400 Mal gestorben. Und dann, viele Leute assoziieren dann damit dann extrem starke Gefühle, wenn beispielsweise Leute kommen und sagen, Dark Souls ist leicht, dass ihnen das dann wieder genommen wird, dass man das irgendwie herabschubt. Diese Leistung, die sie da erbracht haben, wird dann als Nichtigkeit hergestellt. Ja, und ich finde es auch bemerkenswert, dass, wenn du die Kommentare liest, es lässt sich schon relativ deutlich kategorisieren. Also es gibt viele, die wirklich eine interessante Kritik anbringen und auch Sachen diskutieren wollen. Das finde ich auch super. Aber es gibt auch, also wenn Leute sagen, boah, Dark Souls, das ist doch Kinderkram, das ist doch super leicht. Ja? Dark Souls ist nicht super leicht, das ist kein Kinderkram. Wenn sich ein Großteil der Spielerschaft damit schwer tut, dann ist es nicht Kinderkram. Und diese Leute, die sagen, es ist so leicht, fast immer gehen die in zwei Lager. Die einen sagen das, um es ein bisschen so herabzustufen und zu sagen, Leute, ihr, die ihr euch da profiliert über euren Schwierigkeitsgrad und so, so schwer ist das gar nicht. Jetzt atmet mal durch die Hose, kommt mal runter. Und dann gibt es aber die Leute, die sagen, es ist so leicht, um zu zeigen, sie können noch mehr. Also sie sagen so, oh, Dark Souls, das ist, also ganz ehrlich, das war früher mal schwer, aber ich habe das jetzt auf Soul Level 1 blind mit der Donkey Konga-Trommel durchgespielt und das ist immer noch keine Herausforderung. Ja. Und da merkt man, wie sehr die Diskussion doch irgendwo an die Identität der Leute gekoppelt ist und was sie auch über ein Spiel hinaus davon haben, wenn sie das so durchspielen, das durchzocken. Auch diese PvP-Community von Dark Souls, die ja auch super cool ist, super spannend. Ich bin so gerne im PvP unterwegs, aber viele Leute da sind halt schon sehr, sehr elitär. Also Dark Souls ist einfach ein sehr elitäres Liebhaberspiel. Und selbst, was du jetzt angesprochen hast mit dem PvP, also die Community teilt sich dann nochmal auf in die Leute, die das nur so für sich spielen und dann nochmal die, die das sehr extrem im PvP spielen. Und dann gibt es hier die, die sehr vokal sind und hier die, die sehr vokal sind. Und man hat einfach unterschiedliche Meinungen, die man nicht alle unter einen Hut kriegt. Ja, und das ist auch so ein bisschen das Problem als Tester. Für mich ist es immer schwierig, wenn ich einen Artikel geschrieben habe, wenn am Ende nicht mehr über den Artikel gesprochen wird, weil die Leute so damit beschäftigt sind, ihre emotionale Position in den Raum zu werfen und gegen andere zu verteidigen. Und dann streiten sich die Leute drüber, ob es jetzt leicht ist oder nicht leicht ist und machen das nicht an konkreten Punkten am Spiel fest, sondern werfen die Statements einfach nur in den Raum, um sich gegenseitig da zu demontieren und zu zeigen, der eine hat keine Ahnung von Spielen, der andere hat doch eine Ahnung. Und die einen sind doch nur Casuals, die sich dann besser fühlen wollen und die anderen sind halt so elitäre Typen, die sich halt als was Besseres darstellen, als sie wirklich sind. Das ist so ein bisschen das Problem. Und das hängt halt immer mit dem Schwierigkeitsgrad zusammen von Dark Souls. Ja. Schwierigkeitsgrad also nicht nur wie man dieses Spiel durchspielt, sondern es ist auch schwierig, wie man dieses Spiel wirklich nach außen hin bewertet, dass da es allen recht gemacht wird. Ich glaube, das Patentrezept dafür hat noch niemand da draußen so wirklich gefunden. Demi hat es jetzt versucht. Einigen von euch war das dann der falsche Weg. Trotzdem, viele haben da auch mit zugestimmt. Das war's für diese Diskussion. Danke euch fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.